Hi zusammen. Das Wetter ist mehr als bescheiden. Ihr seht es vielleicht, da läuft das Wasser die Scheibe runter. Es schüttet wirklich wie aus Kübeln. Trotzdem will ich jetzt raus, weil hier eine Alpenbraunelle gemeldet wurde in den letzten Tagen. Ich weiß nicht, ob wir sie sehen werden, aber meine Vorstellung ist eben, wenig Menschen sind da, weil das Wetter so unglaublich schlecht ist. Wir haben teilweise Schneefall. Wir haben, ja, weil wir hier wirklich in der höchsten Lage sind vom Mittelgebirge. Und das wäre spannend mit einzubauen. Alpenbraunelle, dunkler Hintergrund, Regen sichtbar. Irgendwie sowas stelle ich mir vor. Schauen wir, ob es klappt, ob der Vogel überhaupt zu finden ist. Das bezweifle ich noch so ein bisschen, weil der wird auch nicht jetzt einfach im Regen rumsitzen und Däumchen drehen. Also, lasst uns rausgehen. Bis gleich. Und weil das Wetter so bescheiden ist, packe ich natürlich noch einen Raincover über meine Kamera und das Objektiv. Aber dafür brauche ich zwei Hände. Dementsprechend kann ich das nicht zeigen. Es geht doch. Ich habe hier so ein Canon Raincover. Und das 600er muss eben, weil es noch neu ist, ein bisschen geschützt werden. Gute Teil ist eingepackt. Let's go. Und da vorne auf den Felsen, das ist so die einzige Struktur, die irgendwie an den alpinen Raum der Alpenbraunelle erinnerte. Und deswegen hielt sie sich in letzter Zeit primär dort auf. Aber nicht nur die Alpenbraunelle können wir heute finden. Abgesehen von den normalen Standvögeln. Da hinten ruft ein Hausrotschwanz. Ziehen auch noch andere Vögel durch, zum Beispiel Ringdrosseln. Und das wäre auch spannend. Habe ich in Hessen schon gesehen, in der Rhön letztes Jahr. Aber hier direkt vor der Haustür eben noch nicht. Ja, und hier soll sie irgendwo sein. Da fliegen ein paar kleine Vögel in das Gebüsch. Das waren aber Meisen und ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen geduldig sein und auch mal ein bisschen suchen. Das ist eine Kohlmeise da links. Da oben. Seht ihr sie? Wahnsinn. Das ist sie. Das ist unsere Alpenbraunelle. Das ging jetzt doch schneller und einfacher als gedacht. Hammer. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir auch gute Fotos bekommen. Vielleicht erinnert ihr euch an das Video, wo ich mit Sebastian und Stefan unterwegs war. Da hatten wir auch eine Alpenbraunelle und die hat sich gerne dort aufgehalten. Da unten sitzt sie. Die hat sich dort aufgehalten, wo eben viele Menschen sind und ein paar Krümel hinterlassen. Und das wird sie auch machen. Die wird hier nach Essbaren suchen, im Müll, unter den Bänken. Fotoshooting hat der Vogel nicht so richtig Lust. Sie ist jetzt in der Fichte da unten. Das heißt, ein bisschen geduldig sein, ein bisschen lauschen.
was da alles so singt. Zurzeit höre ich aber nur Rotkehlchen und Fittes. Ich packe jetzt erstmal die Kamera, die Videokamera weg und schaue mit dem Tele, ob da nicht irgendwo doch noch eine Ringdrossel ist oder ob ich nicht eine kleine Filmaufnahme von der Alpenbraunelle bekomme. Bis gleich. Leider war diese Filmaufnahme eben von der Alpenbraunelle auch gleichzeitig meine letzte Sichtung. Ich habe mir jetzt eine halbe Stunde die Zeit vertrieben und sie nicht mehr gesehen. Aber das Gebiet ist natürlich auch riesig. Sie ist hier vorne in eine Fichte rein. Die sind natürlich dicht und dementsprechend kommt da wenig Regen hin. Sie hat da wahrscheinlich ein trockenes Plätzchen gefunden und sie kann hier überall sein. Dafür ist mir aber ein Braunkehlchen vor die Linse geflogen. Und zwar ein super hübsches Männchen. Braunkehlchen sind in Hessen leider so gut wie ausgestorben. Das ist jetzt definitiv ein Vogel auf dem Durchzug. Der kommt hier oben nicht als Brutvogel vor. Aber dieses schlechte Wetter, das veranlasst natürlich eine Art, man nennt es Zugstau. Die Vögel ziehen nicht mehr weiter, weil es einfach zu viel Energie rauben würde. Das Gefieder ist nass und sie können einfach nicht mehr diese langen Strecken fliegen. Kurze Strecken natürlich schon noch. Und das hopst jetzt hier auf der Wiese rum, auf dem Geländer und sucht nach was Fressbarem. Wunderschönes Motiv, sehr gut zu erkennen an diesem deutlichen weißen Überaugenstreif und natürlich auch diese warmbraune Grundfärbung. Dazwischen immer wieder die Hausrotschwänze, davon sind wirklich einige da. Und ich hoffe natürlich, die Alpenbraunelle noch mal zu sehen oder eine andere spannende Sichtung zu machen. Vorhin war noch ein Buchfink hier unter mir, also hier, wo ich stehe. Und zwar hier im Dreck und hat dort nach Essbarem gesucht. Es bleibt spannend und ja, die Alpenbraunelle kann natürlich auch weiter nach oben geflogen sein. Denn dort waren die letzten Jahre immer mal wieder welche zu sehen. Auch immer zu dieser Jahreszeit. Da finden sie natürlich auch Unterschlupf, ein trockenes Plätzchen. Und, könnt ihr sie sehen? Unglaublich schwierig durch den Nebel, selbst auf diese kurze Distanz. Das sind hier 6 Meter vielleicht. Aber da oben, da sitzt sie und da ist sie eben vor dem Wetter geschützt. Kein Wunder, dass sie jetzt hier zu finden ist. Davor war sie noch da ganz unten, da hinten, wo man schon nichts mehr sieht, weil die Felsen im Nebel verschwunden sind. Eben saß sie sogar noch mal hier auf so einem Fenstervorsprung. Und darauf hoffe ich, dass sie wieder runterkommt. Fototechnisch ist es natürlich eine Vollkatastrophe, da geht gar nichts. Das ist viel zu diesig. Klar, man kann in Lightroom mittlerweile dieses Dunstentfernen einsetzen, aber bei der Suppe lassen wir das lieber mal. Und ich bin mir nicht sicher, ob sich da an der Situation noch bald was ändern wird, weil das Wetter, das bleibt so. Sie putzt sich eifrig, weil das Gefieder eben nass ist und zusammenklebt. Und jetzt ist die Alpenbraunelle tatsächlich doch noch mal runtergekommen und sie hat sich kurz auf eine der Bänke gesetzt und da konnte ich mit dem 600er doch ein Foto machen, was durchaus brauchbar ist. Man kann sie zumindest bestimmen und der Nebel ist nicht ganz so dicht aufgrund der kurzen Distanz. Von daher, ich bin happy.
Sie saß jetzt hier eben noch mal oben auf dem Dach, hat sich aber nach hinten verzogen. Wir laufen jetzt noch einmal rum, aber ich bezweifle, dass wir da gute Aufnahmen bekommen. Von daher war es das auch schon wieder. Ist mir aber auch gar nicht so unrecht, weil ich bin pitchnass mittlerweile. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!